Wenn Laura so weitermacht, dann sowieso. Hervorragend ihr Rennen. Da wird sie uns bestimmt nachher erzählen können, wie sie das angegangen ist, was sie mitbekommen hat von dieser Stimmung, die hier herrscht, die die Läuferin jedes Mal begrüßt, wenn sie hier über diese Brücke da hinten ins Stadion kommen, dann an der Tribüne komplett vorbeilaufen, um dann zum Schießstand zu fahren. Die wird sich wundern und sagen, wie, die sind jetzt schon vor mir, wie mache ich das? Es ist ja toll. Die hat sie ja im Blick und ist nur noch 50 Meter zurück hinter diesen dreien und das ist die Spitze. Das kann auch nochmal zusätzliche Kräfte freisetzen, aber Kräfte spielen jetzt eine eher zweitrangige Rolle. Jetzt zählt Konzentration auf das Stehenschießen bei Windstille. Eines der wichtigsten Stehenschießen ihrer kurzen Karriere. Da ist sie. Treffer. Überall wird's gelb. Ja. Bis auf Ukraine nicht. Ukraine fertig. Bravo! Aber Laura Dahlmeier. Sehr gut. Kein Nachlader für Sie. Das nenne ich mal Nervenstärke. Hervorragend. Nach wie vor. Sie geht, schauen Sie unten rechts hin, als Zweite raus hier. Nach Vali Semerenko. Mit nur 1,6 Sekunden Rückstand hinter der Bronzemedaillengewinnerin im Einzel, zu der sie jetzt schon aufgelaufen ist. Und keck, geht sie ran, versucht sie sogar vorbeizukommen. Die geht vorbei. Laura Dahlmeier will die Führung. Während wir hier die Norwegerinnen sehen. Auch stark, Synnøve Solemdal. Französin, zwei Nachlader erneut. Schrapanova aus der Slowakei. Aus Weißrussland über Rezava. Steht diesmal, das ist gut. Hatte sich ja versehentlich hingelegt. beim Einzel musste rausgenommen werden. War also disqualifiziert. Bei den Polinnen geht es jetzt erwartungsgemäß etwas dahin. Da Pauka und Gwiston als stärkste Läuferinnen ja ganz am Anfang waren, fallen sie zurück. Und ich bin gespannt auf das nächste Bild von der Strecke, den wir da sehen. Ja, und das habe ich fast gedacht. Laura Dahlmeier vorbei an Semerenko, an der Ukrainerin. Aber die kann auch schnell laufen. Das ist eine Medaillengewinnerin dieser WM. Ja. Und da läuft eine Juniorin. Also der Unterschied zwischen Juniorinnen und ihr in der Weltcup bei den Senioren, ich sage dieses Wort so ungern, der ist natürlich normal immens. Und hier das Trefferbild. Ein wenig Glück beim vierten, aber der letzte wieder sauber drin. Sensationell, das darf man jetzt ruhig mehr sagen. Und das ist Erleichterung, was wir auf Fritz Fischer gesehen haben. Und das Freude über die riesenklasse Leistung der Mannschaftskameraden. Bernd Wohlfahrt, der Mannschaftsarzt, und Franziska Hildebrand etwas verhalten auf der Strecke. Die Betreuer allesamt natürlich glücklich. Während wir vorne Armin Auchenthaler, den US-amerikanischen Trainer, gesehen haben, der etwas bedröppelt reinschaut. Auf Rang 13 momentan die US-amerikanische Staffel mit 6 Nachladern. Und jetzt ist die Ukraine wieder vorbeigegangen an Laura Dahlmeier. Aber Herbert hat es gesagt, das ist eine Medaillengewinnerin, eine Bronzemedaillengewinnerin dieser WM. Und Vali Semerenko hat auch sogar schon Silber mit der Staffel gewonnen 2008. Also die hat Erfahrung. Sie weiß, wie man solche WM-Rennen angehen muss, und eine Juniorin hält da aber mit, egal ob sie jetzt direkt vor Semerenko ist oder direkt hinter ihr. Ponza 17,7 Sekunden zurück, da ist schon ein gewisses Polster jetzt da. Ja, Russinnen und die Norwegerinnen, die müssen wir natürlich stets beachten. Wenn Thora Berger jetzt dann kommt, das schnelle Schießen kennen wir, da darfst du nicht viel nachladen, sonst bist du ganz schnell mal eingeholt. Andrea Henkel weiß das, keine Frage. 37,7 Sekunden aktuell, 37,9, Entschuldigung, von Synnøve Solemdal aus Lillehammer, die ja schon einen Saisonsieg hat, und Miriam Gössner, die freut sich. Na klar, ist ja immer so jemand, der gerne lacht, gerne strahlt. Und wenn es solch einen Anlass gibt, natürlich, klar, und Fritz Fischer jetzt peitscht,
schreit Laura Dahlmeier nach vorne. Und da geht sie auf Angriff. Die läuft nicht einfach nur mit und versucht dran zu bleiben. Nein, die versucht hier, Bali Semerenko zu zeigen, wer hier die größeren Reserven hat und wer hier die Herrin auf der Strecke ist. Laura Dahlmeier, Wahnsinn, mit 19 Jahren. Solch eine Vorstellung hier. Klasse. Und wenn du den Anstieg kennst, jetzt sieht er ja so flach aus. Er ist ja für die Athleten relativ flach. Aber dass diese 1-1er-Technik als Frau so lange da hochzulaufen, das ist alleine schon alle, also Wahnsinn. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Diese Leistung von Dahlmeier ist einfach unbeschreiblich. 1,3 Sekunden Vorsprung. Die Momentaufnahme hier bei 5,5 Kilometern. 500 Meter vor dem Ziel. Dem Ziel für Laura Dahlmeier, für ihr kleines eigenes Rennen innerhalb dieser Staffel. Natürlich vor dem letzten Wechsel, muss es heißen, auf Andrea Henkel, auf die erfolgreichste Deutsche. Kein Wunder, momentan bei diesen WM-Weltmeisterschaften, die mit der größten Routine im deutschen Team bei ihrer 14. WM jetzt hier den Schlusspart übernehmen wird bei dieser Staffel. Und da ist Laura Dahlmeier als Erste. Und Andrea Henkel ist unterwegs. 3,3 Sekunden hat sie noch mal etwas gut gemacht auf den letzten 500 Metern. Respekt vor dieser Leistung, die junge Partenkirchnerin hier gezeigt hat. Ein hohes Risiko sind die Trainer gegangen. Mutige Entscheidung haben sie getroffen. Laura Dahlmeier hat gezeigt, dass diese mutige Entscheidung richtig war am heutigen Abend. 24,9 Sekunden, Italien der Rückstand. Und sie ist einfach nur noch platt, aber sie lächelt. Klasse Rennen. Man kann es nicht oft genug sagen. Die Norwegerinnen auf Rang 4 mit 38,6 Sekunden. Und das ist die Dominatorin dieser WM, Thora Berger, die jetzt auf die Strecke geht. In jedem Rennen bisher eine Medaille, dreimal Gold, zweimal Silber. Sie ist das Maß aller Dinge bislang. Und sie gilt es jetzt irgendwie, wie auch immer, in Schach zu halten. Wenn die deutschen Frauen ein Wörtchen mitreden wollen um einen Platz auf dem Podest. Und da Daumen hoch, na klar, für die Mannschaftskameradin. Schöne Bilder einer glücklichen, einer erleichterten Laura Dahlmeier. Trainingspartnerinnen sind die beiden, ja, Miriam Gössner und Laura Dahlmeier. Bei Bernhard Kröll in Mittenwald haben sie trainiert. Eine Trainingsgruppe, zu der übrigens auch das nur am Rande Magdalena Neuner mal gehört hat. Deutschland vor der Ukraine, vor Italien. Kurz der Moment mal, um durchzuatmen. Da ist Berger an Russland vorbei. Olga Vilukina, ja, die Schlussläuferin für die russische Staffel. In dem blauen Rennanzug zu erkennen. Und Andrea Henkel bei der ersten Zwischenzeit. Ich bin gespannt, wie weit Olena Pidruschna, die Sprintweltmeisterin, zurück ist. 6,8 Sekunden. Verliert. Gut. Die verliert. Ja, ungefähr denselben Abstand, den sie schon im Ziel hatte, nochmal obendrauf. Und so kennen wir Thora Berger. Ja, die ist jetzt schon bald auf einem Bronzerang, wenn es so weitergeht. Oberhofer wird sie dann wahrscheinlich nochmal. Ja. Da kommt sie. Da hinten, ja. Schwer zu schätzen bei dieser Kameraperspektive. Das verzerrt ein wenig, wie viele Meter das sind. Es sind 12 Sekunden aktuell. Aber das ist ganz am Anfang dieser 6 Kilometer. Einen haben wir erst absolviert. Oder was heißt wir? Die Damen, die da unten unterwegs sind, die Höchstleistungen vollbringen. Und die Französinnen sind auch wieder da, haben aufgeschlossen. Und Andrea Henkel geht jetzt hier diesen langen Anstieg hinauf. An den im Wald verstreuten Fans vorbei. Die hat ja gesagt, ich habe längst noch nicht genug. Auch bei meiner 14. WM, auch bei meiner 16. WM-Medaille nach dem Silber. Das reicht mir nicht. Ich will noch mehr. So kennt man sie. Ehrgeizig, positiv ehrgeizig, immer motiviert, wenn sie an den Start geht. Will sie und kann sich im Umkehrschluss auch richtig, richtig ärgern, wenn es daneben geht. So wie es im Sprint wieder einmal leider hier bei diesen Weltmeisterschaften der Fall war. Kann sich aber auch richtig freuen über Silber, über ihre gute Leistung im Verfolger, wo sie von 33 auf Platz 6 nach vorne gelaufen ist.
Und hier legt sie noch mal ein bisschen Abstand zwischen sich und Petruschna. 8,7 Sekunden. Petruschna müsste ja versuchen, dahin zu laufen. Sie ist immerhin die Sprint-Weltmeisterin und das wirst du nicht mit langsamem Laufen. Also das entweder hält Andrea das Tempo so hoch. Wir schauen zum Vergleich mit Berger. 23,6 Sekunden, das nur zur Vollständigkeit. Oberhofers Rückstand. 38,6 Sekunden war der Rückstand von Norwegen. 33,6, also 5 Sekunden, holt Berger auf Henkel auf. Also Henkel läuft ja ihr Tempo und Petruschna kann dem noch nicht folgen. Marie Doron-Aber, die haben wir hinter Thora Berger gesehen. Die Silbermedaillengewinnerin in der Mixstaffel für Frankreich. Die ist so im Sog von Thora Berger. Die schieben sich da von hinten langsam, aber sicher heran. Andrea Henkel beim Schießen. Sie hat ein Kunststück vollbracht. Sie hat nämlich die letzten 8 Schießen komplett fehlerfrei absolviert. 4x0 im Verfolger, 4x0 im Einzel. Das zeigt, dass sie ihre Sicherheit am Schießstand offensichtlich zurückgewonnen hat. Und das wäre doch jetzt auch was. Mit 0, ohne Nachlade hier rauszugehen und dadurch die anderen erstmal schön unter Druck zu setzen. Das wäre jetzt die Idealvorstellung. Dafür hat sie beim Anschießen unter Belastung einen Fehler geschossen. Liegend. Mal schauen, wie es jetzt geht. Wir hoffen und drücken die Daumen. Fehler, noch nichts passiert. Die Ukraine indes. Petruschna fehlerfrei wird dann Henkel von. Nein, gleichzeitig stehen sie auf. Gleichzeitig gehen sie raus. Und eben konnte Henkel Petruschna ja in Schach halten. Thora Berger ist da. Oberhofer für Italien fehlerfrei. 1,4 Sekunden, das ist nichts. Dieser Rückstand von Andrea Henkel. Was macht Thora Berger? Sie zeigt das, was wir von ihr kennen. Doron-Aber für Frankreich, aber auch gut. Olga Vilukina auch fertig. Jetzt kommen sie, jetzt kommt die Meute. Hinter den Führenden hinterher. 10 Sekunden Rückstand für Oberhofer. Um die 20, 21, 22 Sekunden dann für Frankreich, Norwegen und Russland. Deutschland aktuell auf einem Silberplatz. Wer hätte das gedacht? Für die Staffel, die wir vorsichtig mal zum erweiterten Favoritenkreis gezählt haben. Ukraine haben wir auf der Liste gehabt bei den Favoriten. Frankreich, Norwegen, Russland, das sind die Nationen. Italien, ja, das ist Sensation. Das ist unglaublich, dass die da vorne sind. Beste Platzierung 5 im Weltcup. Also die Italienerinnen, was die hier abziehen, ist wirklich ganz große Klasse. Die größte Überraschung in diesem Feld. Im Gleichschritt gehen sie hier hoch. Petruschna und Henkel. Die eine 26, die andere 35. 10 Jahre, fast 9, trennen diese beiden. Eine ganze Athletengeneration. Ja, genau. Ja. Und die nächste haben wir auch schon wieder gesehen mit Laura Dahlmeier, mit ihren 19 Jahren. Läuferinnen aller Altersklassen hier am Start. Und wie fiebern sie hier mit? Ja, ein Fehler, oder beziehungsweise ein Nachlader. Den haben sie beobachtet bei Andrea Henkel und da gibt es keinen anderen Gesprächsstoff im Moment als das, was macht Andrea hier als unsere Schlussläuferin bei diesem WM-Rennen, bei dem es darum geht, nach 2 Goldmedaillen gewinnen nacheinander für eine deutsche Staffel bei Weltmeisterschaften, hier vielleicht die 3. Medaille dazu zu fügen, welche Farbe sie auch immer haben mag. Da wollen wir jetzt noch nicht drüber spekulieren, sondern uns über jede Medaille freuen, so es denn eine wird. Aber 0,5 müssen her. 0,5 müssen her. Da kommt Berger, da kommt die Französin Doron-Aber. Sehr gute Schützin. Da müssen jetzt 0,5 her. Aber sie hat das Potenzial, Andrea Henkel. Sie hat es. Sie hat alles, was man dafür braucht. Sie hat die Erfahrung, sie hat die Konstitution, die körperliche auch im Moment. 0,7 Sekunden, da ist gar nichts passiert zwischen den beiden. Gucken wir nach hinten. Ja, Petruschna läuft mir zu langsam und mir bleibt Andrea zu lange dahinter. 7 Sekunden, Oberhofer, 10 Sekunden. Oh, da haben sie deutlich aufgeholt, ganz deutlich die Verfolgerinnen. Ich glaube, Andrea könnte schneller laufen und denkt sich, das wird ein Zweikampf und registriert vielleicht nicht, dass von hinten die Meute kommt. Da ist ein Stock weg von Berger.
kriegt eine 9. Ganz schnell, war quasi die beste Stelle, um den Stock zu verlieren oder einen Stock wegzuwerfen. Die Betreuer stehen da ja, haben das Ersatzmaterial.